Hallo zusammen und willkommen zu unserer Präsentation Die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Cybersicherheit. Mein Name ist Frank Augenstein, ich bin Senior Sales Engineer und seit gut einem Jahr bei Tripwire beschäftigt. In meiner gut 20-jährigen Laufbahn war ich als Consultant und Sales Engineer in Unternehmen wie Novell, Nutanix und Centrify tätig. Wenn man erfahren möchte, wie die Cybersecurity auf neue Threats, Technologien oder Situationen reagiert, ist es am einfachsten zu fragen. Covid-19 und die daraus resultierenden Maßnahmen wie Lockdowns, Quarantänen und ökonomische Änderungen zählen sicherlich zu solch einer Situation. Es wäre schön, wenn die Cybersecurity in den Hintergrund treten könnte, während Mitarbeiter und Unternehmen sich an die neue Arbeitsumgebung anpassen. In der Realität ist es aber nicht möglich, eine Umstellung von Büro- zu Remote-Arbeitsplätzen, den Ladenverkauf auf Internetgeschäft und die dazugehörigen Erweiterungen der Logistik ohne gleichzeitige Absicherung der neuen Umgebung durchzuführen. Oder in einfachen Worten, Cybersecurity ist Teil der Reaktion auf die Pandemie. Um mehr über den Umgang der Sicherheitsexperten mit der Krise zu erfahren, hat Tripwire eine Umfrage durchgeführt. In dieser Präsentation wollen wir auf einige der Resultate eingehen. Die gesamte Umfrage können Sie auf unserer Webseite tripwire.com nachlesen. Die folgende Folie gibt uns Aufschluss über den Kreis der Befragten. Die Aufschlüsselung in dieser Folie soll uns helfen, die folgenden Antworten zur Befragung besser zu verstehen. Die Befragung umfasste 345 Personen. Befragt wurden Personen in Amerika, Europa und Asien. Dabei wurden unterschiedliche Unternehmensgrößen berücksichtigt. Hier unterteilt in 100 bis 1000, 1000 bis 5000 und mehr als 5000 Beschäftigte. Auch wurden Mitarbeiter mit unterschiedlichen Positionen befragt. Es handelt sich hierbei um leitendes Management, Teamleiter und Teammitglieder. Klar zu erkennen ist, dass 3/4 der Befragten aus dem amerikanischen Markt kommen. Gut 2/3 der verbleibenden 25% gehören zum europäischen Markt. Der kleinste Teil der Befragten kommt aus dem asiatischen Markt. Obwohl hier eine Konzentration der Befragten auf dem amerikanischen Markt zu erkennen ist, ist die Befragung wohl recht repräsentativ, da wir eine gleiche Verteilung in den Bereichen Unternehmensgrößen und Mitarbeiterpositionen haben. Einige Antworten sind nicht wirklich überraschend. Laut Umfrage vermelden 83% der Befragten einen Anstieg der Telearbeiter im Zuge der Covid-19-Krise. Für viele Unternehmen ist das Konzept der Telearbeit nichts Neues. Die Umfrage zeigt auch, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen eine schnelle Anpassung durchführen mussten, um der gesteigerten Zahl der Telearbeitsplätze gerecht zu werden. Dies bedeutet, Einführung neuer Technologien einhergehend mit Investitionen in Hard- und Software sowie der Implementierung dieser Komponenten. Bestehende Lösungen mussten der neuen Situation angepasst und somit erweitert werden. Mitarbeiter, die jetzt von zu Hause arbeiten müssen und vorher keinen Telearbeitsplatz hatten, muss das nötige Equipment zur Verfügung gestellt werden. Auch hier musste wieder investiert werden. Die Umfrage zeigt auch, dass 7% der Unternehmen keine Telearbeitsplätze haben und zur Verfügung stellen werden. Dies kann mehrere Gründe haben. Die Investitionssumme zur Einrichtung von Telearbeitsplätzen ist zu hoch oder Mitarbeiter arbeiten an restriktierten Systemen, welche nicht außerhalb des Unternehmens betrieben werden dürfen. Dies findet man häufig bei öffentlichen Unternehmen oder gesicherten Umgebungen. Ich glaube, diese Folie spiegelt die Gesamtsituation aller wider, nicht nur die der Sicherheitsteams. Wie gut war Ihr Sicherheitsteam auf die Folgen der Covid-19-Krise vorbereitet? Rückwirkend betrachtet war keiner so richtig auf die Covid-19-Krise vorbereitet. Schaut man auf den Gesundheitssektor, der mit Engpässen bei der Lieferung von Schutzmitteln zu kämpfen hatte, Eltern, die ihre Kinder nicht mehr in den Kindergarten oder zur Schule bringen konnten, ja, sogar die Großeltern, die immer gerne auf ihre Enkel aufpassen, wenn Not am Mann ist, fielen aus.
Hätten Sie sich jemals träumen lassen, mehrmals in einem Supermarkt zu gehen und vor einem leeren Toilettenpapierregal zu stehen? Nein, ich glaube, da war keiner drauf vorbereitet. Aber zurück zur Umfrage. Laut Umfrage waren 12% der Unternehmen nicht vorbereitet und hatten Schwierigkeiten, auf die neue Situation zu reagieren. Dies lässt darauf schließen, dass die Unternehmen entweder keinen Business Continuity Plan hatten oder ganz simpel in der Kürze der Zeit nicht in der Lage waren, mit Telearbeitsplätzen oder einer reduzierten Mitarbeiterzahl das Unternehmen weiterzuführen. Viele erinnern sich vielleicht noch an den Winter 2009-2010, wo durch extremer Kälte und Schneefall viele öffentliche Verkehrsmittel ausfielen und teilweise das Befahren von Straßen nicht möglich war, da die Städte nicht genügend Streumaterial zur Verfügung hatten. Das zwang Mitarbeiter dazu, ein oder zwei Tage zu Hause zu bleiben, entweder beurlaubt oder im Homeoffice. Aber im Gegensatz zu Covid-19 war dies in einem zeitlich geringeren und lokal begrenzten Rahmen. Der Ausbruch von Covid-19 erweitert eine solche Situation von Tagen auf Wochen, womit es wesentlich mehr Einfluss auf den Betrieb hat. Unternehmen, die gut vorbereitet waren, hatten bereits eine Telearbeitsplatzrichtlinie und die dazugehörige Infrastruktur sowie einen guten Business Continuity Plan. Die 29% der Befragten, die angaben, dass es einfach war, sich der neuen Situation anzupassen, demonstrierten, wie wichtig es ist, einen Business Continuity Plan zu haben und ihn regelmäßig zu testen. Die übrigen 56% der Befragten erklärten, sie hätten einen Plan, dass es aber schwer war, ihn durchzuführen. Warum war das der Fall? Wurden Business Continuity Pläne erstellt in der Hoffnung, dass der Fall niemals eintritt? Während meiner Zeit als Consultant war ich unter anderem für die Installation und Konfiguration von Clusterlösungen zuständig. Mit jeder Installation wurde auch ein Business Continuity Plan erstellt. Dieser wurde durchgeführt, bevor das System in Produktion ging. Danach habe ich selten Kunden getroffen, die den Plan an neue Gelegenheiten angepasst oder dementsprechend getestet haben. Noch seltener wurden Systeme in Produktion getestet. Wie heißt es so schön? Never touch a running system. Oder wie ich als Kölner sage, et het no immer joti jange. Ich glaube, viele Unternehmen werden jetzt umdenken und ihre Pläne anpassen, um auch auf ähnliche Krisen vorbereitet zu sein. Ein Bereich, in dem sich die Zahlen zwischen Amerika und Europa unterscheiden, ist der Bereich um Angriffe, die im direkten Bezug zu Covid-19 stehen. Hierbei ist, laut Aussage der Teilnehmer, Europa weniger betroffen als Amerika. Dies würde bedeuten, dass Unternehmen in Amerika häufiger Covid-19-bezogenen Angriffen unterliegen als Europa. Betrachtet man die Zahl aber in Bezug auf die erste Folie, wo wir gesehen haben, dass 75% der Befragten aus Amerika sind, relativiert sich diese Aussage und ist dementsprechend auch nicht repräsentativ. Außerdem ist es auch noch zu früh, über die Zahlen zu spekulieren, da viele Unternehmen wahrscheinlich noch nicht wissen, ob sie angegriffen wurden oder nicht. Technologie kann hierbei eine wichtige Hilfe sein. Wenn es darum geht, Änderungen an kritischen Systemen zu bemerken, Schwachstellenanalysen durchzuführen und die Angriffsfläche zu verringern, indem man die Systeme im Rahmen von Sicherheitsstandards wie CIS, ISO 27001 und so weiter härtet. Lassen Sie uns das näher betrachten. Wenn wir hören, dass die Mitarbeiter mehr um die Sicherheit besorgt sind als vor der Covid-19-Krise, stellt sich die Frage, worüber genau sind sie besorgt? Wir haben die folgenden Fragen gestellt. Es ist sicherlich verständlich, dass sich Administratoren Sorgen um die Heimarbeitsplatznetzwerke machen. Aber ich glaube, dass diese Sorge über die Zeit verschwinden wird oder sich zumindest verringert. Es ist unwahrscheinlich, dass Unternehmen versuchen werden, die Heimarbeitsnetze abzusichern. Es ist eher wahrscheinlich, dass die anderen Bedenken in den Vordergrund rücken, wie zum Beispiel das Verbreiten, das Managen und das Absichern der firmeneigenen Endgeräte, die sich in den Heimarbeitsnetzen befinden.
Auch hier kann die richtige Technologie einen wichtigen Platz in diesem Prozess einnehmen. Immer mehr Lösungen werden in der Cloud zur Verfügung gestellt, was den Zugriff auf das interne Netz und seinen Applikationen über VPN oder anderen Lösungen unnötig macht. Außerdem können Updates wie OS-Patches, Antiviren-Updates und Updates für andere Lösungen, die auf dem Endpoint laufen, abgedatet werden, sobald der Endpoint sich mit dem Internet verbindet. Einen Punkt fand ich interessant. 27% sind besorgt über schwach gesicherte Schnittstellen für den Fernzugriff auf vorhandene Anwendungen. Lassen wir das kurz sacken. Es besteht ein schwach gesicherter Zugriff auf interne Anwendungen. Ich glaube, eine weitere Ausführung erübrigt sich. Und zu guter Letzt, 45% der Befragten sind mehr besorgt über Ransomware, Phishing und Social Engineering Attacken. Und das sollten sie auch. Diese Angreifer nutzen die menschliche Psyche. Phishing-Links, die Ängste schüren, wie eine angebliche nicht bezahlte Rechnung, Meldungen über besuchte Webseiten, Bitten um finanzielle Hilfe und immer noch die E-Mail mit der Frage nach dem Benutzernamen und dem Passwort. All diese Fragen und Aufforderungen verleiten den Benutzer, auf Links zu klicken und Anhänge zu öffnen. Sicherheitsforscher haben Fake-Covid-19-Webseiten gefunden, die Statistiken und Karten zeigen, im Hintergrund aber Daten sammeln und bösartige Software verteilen. Phishing-E-Mails, die Falschmeldungen beinhalten, wie zum Beispiel falsche Gesundheitstipps, der reiche, vergessene und nie gekannte Onkel, der einem was vererbt, oder falsche Informationen über Schulschließungen. Welche Eltern fühlen sich nicht versucht, solche Links zu öffnen? Sicherheit fängt mit Sichtbarkeit an. Du kannst nichts schützen, von dem du nichts weißt. Und wir wollten wissen, wie die Covid-19-Krise die Überwachung der Sicherheit beeinflusst hat. 64% der Teilnehmer berichteten, dass die Überwachung der Sicherheit durch den Einsatz von Remote-Arbeitsplätzen schwieriger geworden ist. Davon behaupten 50%, dass es schwerer geworden ist und 14%, dass es viel schwerer geworden ist. Überraschend ist, dass viele die Unzulänglichkeiten der Applikationen, die auf dem System im Unternehmensnetzwerk installiert sind, bemängeln. Es gibt keinen technischen Grund, warum Werkzeuge, die den Status der internen Systeme überwachen, dies auch nicht in weiter verzweigten Netzwerken können. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt sicherlich eine Menge guter und valider Gründe, aber was wir sehen, ist eine Kluft bei den Produkten, die für diesen Zweck installiert wurden. Äußerst interessant ist, dass die Schwachstellenanalyse auf Platz 2 in dieser Befragung ist. Werden Agenten für die Schwachstellenanalyse eingesetzt, spielt die Lokation des Endgeräts nur noch eine geringe Rolle. In den letzten Jahren ist die agentenbasierte Schwachstellenanalyse eine Standardoption geworden. Wird eine netzwerkbasierte Schwachstellenanalyse durchgeführt, wird das Endgerät durch Verlassen des überprüften Netzwerks unsichtbar. Hier könnte es von Vorteil sein, auf eine agentenbasierte Schwachstellenanalyse umzustellen. Zusätzlich haben wir noch das Thema Compliance. Es gibt nur wenige, die bei dem Begriff Compliance in Begeisterung verfallen. Die meisten davon sind Auditoren. Die Realität ist, Compliance wird nicht verschwinden, auch wenn es ein gewisses Maß an Spielraum gibt in Zeiten der Covid-19-Krise. Aber Auditoren werden auditieren. Ein weitaus höherer Prozentsatz der Befragten sagt, dass die Einhaltung der Compliance durch Covid-19 schwieriger geworden ist. Und wieder, Sichtbarkeit und Überwachung der Remote-Endgeräte steht an der Spitze. In diesem Fall für Compliance. Interessanterweise befasst sich der zweite Punkt mehr mit der Anwendung der Richtlinien im neuen Remote-Umfeld als mit der Prüfung. Hier ist Expertise wichtiger als ein Werkzeug.
Bei der Durchsetzung von Compliance-Vorgaben auf Remote-Endpunkten existiert wieder ein regionaler Unterschied. 35% der amerikanischen Befragten kreuzten die Frage an, wogegen es in Europa 42% waren. Es sieht so aus, als wären die Europäer besorgter, wie die Richtlinien verteilt werden. Auch sehen wir eine wachsende Besorgnis in der unterstützenden Infrastruktur. Die Erweiterung des Netzwerks hin zu Remote-Arbeitsplätzen hat den Fokus stark auf die Endgeräte gelegt. Aber die Erweiterung des Remote-Zugriffs hat auch eine Erweiterung der unterstützenden Infrastruktur wie VPN, Authentifizierung und andere Remote-Zugriffstechnologien mit sich gebracht. Diese müssen auch sicher und compliant sein. Wie also reagieren die Unternehmen auf Covid-19? Es scheint zwei Methoden einer direkten Reaktion zu geben. Erste Methode: Alle neuen Projekte werden pausiert. Die zweite Methode: Prüfen, ob die bereits verfügbaren Lösungen helfen können. Diese Vorgehensweisen machen auf jeden Fall Sinn. Es ist bei weitem einfacher, bestehende Lösungen zu erweitern, anstatt neue Tools einzuführen, und neue Projekte würden vom Wesentlichen ablenken. Anders gesagt, kein Wunder, dass diese beiden Methoden an der Spitze stehen. Nichtsdestotrotz suchen 28% der Beteiligten nach einer neuen Lösung. Dies könnte eine gute Möglichkeit sein, die Sicherheit zu erhöhen und in Projekte für Remote-Arbeitsplätze zu investieren. Auch ist es interessant zu sehen, dass Benutzer eine Übersättigung des VPNs beobachtet haben. Diese Beobachtung ist gleichbleibend bei Unternehmen, die nicht die Möglichkeit besitzen, ihre VPN-Zugänge zu erweitern. Benutzer wenden sich an ihren Helpdesk, um festzustellen, dass sich das Problem erledigt hat, während sie mit dem Helpdesk telefonieren. Herausforderungen wie diese können vermieden werden, wenn man den Benutzern erklärt, was sie in einer solchen Krisensituation zu erwarten haben. Bei der Beantwortung der Frage, welche Schritte das Unternehmen unternimmt, gab es regionale Unterschiede zwischen Amerika und Europa. Aus der Grafik können Sie entnehmen, dass die europäischen Befragten ihre bestehenden Tools und ihr Budget nicht so stark erweitern wie ihre amerikanischen Kollegen. Fehlende Antworten werden durch die Antwort "Wir haben keine besonderen Schritte unternommen" beantwortet. Es sieht so aus, als würde Europas taktische Antwort auf die Covid-19-Krise wie folgt aussehen: Pausieren neuer Projekte, einige neue Tools einführen und so wenig wie möglich ändern. Dies entspricht dem, was wir im Markt beobachten. Bei vielen meiner Kunden wurden Projekte pausiert, während man sich darauf konzentrierte, der Covid-19-Krise Herr zu werden. So langsam werden diese Projekte wieder angefahren. Es ist jetzt ein paar Monate her, seitdem die Pandemie unsere Welt im Griff hatte. Es gab dem Unternehmen Zeit, sich anzupassen, und nachdem einige Länder die Einschränkungen lockern, beginnt sich ein neuer Start abzuzeichnen. Was ist nun mit den strategischen und eher langfristigen Antworten? Es sieht so aus, als hätten die Befragten auch die Zukunft im Blick. Der Unterschied ist hier recht gering. Die Unternehmen stellen Tools vor Mitarbeiter und Fachwissen, wie man in dieser Grafik sehen kann. Auch scheint es, dass man eher nach neuen Tools Ausschau hält, anstatt die alten Tools besser zu nutzen. Unternehmen, die sich einen Vorteil verschaffen wollen, sollten darüber nachdenken, mehr mit ihren bestehenden Tools zu erreichen. Dies birgt den Vorteil einer einfacheren Erweiterung und weniger Schulungsaufwand im Gegensatz zum Erwerb neuer Tools. Auch sollte man nicht vergessen, das Fachwissen, welches sich im Haus befindet, zu erweitern. Dadurch können kompetente Mitarbeiter die schweren Arbeiten übernehmen, um die Krise zu meistern. Außerdem hilft es, das Fachwissen aufrechtzuerhalten. Auch hier zeigt sich wieder der Unterschied gegen Europa.
Mit nur 38% der Befragten, die angaben, dass sie erwägen, die Nutzung bestehender Sicherheitstools auszuweiten. Im Vergleich zu 57% der amerikanischen Kollegen. Was bedeutet das für die Budgets? Security-Budgets scheinen trotz der derzeit schlechten ökonomischen Situation sicher zu sein. Die Mehrzahl der Teilnehmer, 36%, haben einen Budgetzuwachs über einen längeren Zeitraum. Das sind gute Nachrichten für die Mitarbeiter, die nur ihre Tools haben, um ihre Arbeit zu erledigen. Wenn wir dies mit den vorherigen Resultaten vergleichen, sehen wir, dass neue Tools eingeführt werden, die speziell auf die Remote-Arbeitsplätze ausgerichtet sind, sowie die Erweiterung bestehender Tools. Es ist gut zu sehen, dass nur ein geringer Teil der Befragten ihr Investment in die Sicherheit verringern. Dies kann aus einem direkten Einfluss auf ihr Geschäft oder anderweitiger, nicht sicherheitsrelevanter Investitionen resultieren. Zusammenfassend bleibt nur zu sagen, am Ende des Tages müssen wir alle für uns selbst herausfinden, wie wir mit den neuen Gegebenheiten zurechtkommen. Für Sicherheitsfachleute ist die gute und die schlechte Nachricht ein und dieselbe. Sicherheit bleibt. Genau betrachtet müssen wir keine neuen Probleme mit Remote-Arbeitsplätzen lösen, sondern wir haben neue Umgebungen, in denen wir weiterhin dieselben Probleme lösen müssen, die da sind. Wie verteilen, managen und warten wir sichere Systeme? Wie stellen wir sicher, dass Systeme compliant sind? Wie schaffen wir dies mit weniger Ressourcen, als wir in der Vergangenheit zur Verfügung hatten? Wie kann Tripwire unterstützen? Tripwire ist seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt. Wir sind bekannt durch unsere File Integrity Monitoring Lösung Tripwire Enterprise. Über die Jahre hat sich unser Produktportfolio erweitert. Heute können Tripwire-Produkte Einblicke in die Sicherheit von Endgeräten sowie Netzwerken gewähren. Tripwire Enterprise fokussiert sich auf Integrity Monitoring unterschiedlicher Endgeräte, Betriebssysteme, Netzwerkgeräte, Datenbanken, Active Directory und Cloud-Systemen. Echtzeitbenachrichtigungen bei Änderungen auf unterschiedlichen Plattformen wie Windows, Linux, Unix, Solaris, AX, etc. Zusätzlich zur Erkennung von Änderungen hilft Tripwire Enterprise bei der Einhaltung von Richtlinien und Compliance. Tripwire hat eine der größten Sammlungen von Richtlinien. Über 1000 Kombinationen von Richtlinien wie ISO 27001, CIS, PCI DSS, Sarbanes-Oxley und NIST, um nur ein paar zu nennen. Die Richtlinien sind kostenlos für unsere Kunden und können in Tripwire Enterprise importiert werden. Diese Richtlinien beinhalten Tests, die auf Endgeräten ausgeführt werden können, um festzustellen, ob Endgeräte bei spezifischen Kontrollen durchfallen oder bestehen würden. Zum Beispiel können Tests durchgeführt werden, die die Minimum-Passwortlänge oder den Encryption-Status abfragen und diese Ergebnisse dann in einem Report ausgeben. Tripwire IP360 ist unsere Lösung zum Schwachstellenmanagement. IP360 kann helfen, Schwachstellen zu identifizieren und diese zu priorisieren. Das Ganze entweder mit Agenten oder ohne Agenten. Die Nutzung von Agenten macht es einfacher für Unternehmen, Endgeräte abzusichern, Änderungen zu bemerken, die Compliance zu überwachen und nach Schwachstellen zu suchen. Weitere Tripwire-Produkte, die Ihnen helfen, bestehende Lösungen in Ihrem Unternehmen zu erweitern, sowie die Sichtbarkeit und Sicherheit Ihrer Endgeräte zu erhöhen, entnehmen Sie bitte dieser Folie oder wenden Sie sich an einen unserer Mitarbeiter. Abschließend bleibt festzuhalten, Telearbeit ist für viele Unternehmen kein Neuland. Unternehmen planen Investitionen in neue, zukunftsfähige Lösungen und die Sicherheitsbudgets steigen. Zum Abschluss noch ein paar Dinge in eigener Sache. Die Firma Tripwire hat einen eigenen preisgekrönten Sicherheitsblog, genannt State of Security. Schnuppern Sie einfach mal rein und registrieren Sie sich. Verschiedene Artikel, geschrieben von Mitarbeitern der Firma Tripwire,
sowie externen Autoren und Fachleuten warten auf Sie. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.tripwire.com/blog oder /State of Security. Des Weiteren betreibt die Firma Tripwire seit 2020 einen eigenen Cybersecurity-Podcast, der sich mit den unterschiedlichsten Themen aus dem Bereich der Cybersecurity befasst. Alle 2 Wochen gibt es hier neue Informationen. Tripwire ist außerdem im Social Media verfügbar. Folgen Sie uns auf Plattformen wie LinkedIn, Twitter, Instagram und YouTube. Der Inhalt unseres YouTube-Kanals enthält Interviews, Präsentationen, How-To-Anleitungen sowie Demonstrationen unserer Produkte. Und damit sind wir am Ende unserer Präsentation. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir Ihnen einige interessante Informationen weitergeben konnten. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bleiben Sie gesund!